1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind 7 Minuten unter uns hier im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt meine dunkelste Seite. Ich möchte folglich gerne mit euch über eure finsteren Abgründe sprechen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an, Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder ihr könnt auch faxen unter mailen unter domian@wdr.de. So, und schon geht es los, nämlich mit Nicole. Und Nicole ist 18 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo Domian. Oh, das ist eine schlechte Leitung, aber wir werden es versuchen. Geht es? Ja, ja, es wird schon irgendwie gehen. Nicole, was ist denn deine dunkelste Seite? Ja, mein Problem ist, ich bin 18 Jahre alt und bin schon prostituiert. Nicht freiwillig. Nicht freiwillig? Nicht mehr. Ja? Seit wann bist du Prostituierte? Seit Mai diesen Jahres. Das ist ja noch nicht so lange. Ich höre da so Stimmen. Wo bist du? Ich bin in meinem Zimmer. Aber ich höre Männerstimmen. Nein. Nee? Nein, nein. Ich bin ganz alleine. Ja? Du sagtest, irgendwas stimmt hier nicht. Hier brummt auch sowas, wenn ich spreche. Du sagst es gerade nicht freiwillig. Wie ist das zu verstehen? Ja, ich werde zu diesem Job gezwungen. Von wem? Ich kann möchte keine Namen nennen. Ja? Nee, Namen sollst du auch nicht nennen. Aber es war ein Bekannter von mir, also eigentlich ein guter Freund. Ja? Der hat dich angesprochen und hat gesagt hier... Ja. Der hat... wir haben uns auf der Straße kennengelernt. Ja. Also ich bin durch Bonn gelatscht und so und dann hat er halt mich angesprochen, ob ich eventuell passende Spendenaktion und ja. Dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei denen zu arbeiten. Ja. Ich habe mir da nichts drauf gedacht, sag ich so, und bin dann nach Hause gegangen zu meiner Mutter, habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Wie so schnell? So einfach? Ja, ich war eigentlich ganz froh gewesen, von zu Hause abgelenkt zu sein. Ja. Weil mit meiner Mutter gab es Probleme und ich kann man nicht mehr. Wie sieht das denn jetzt aus? Eigentlich würdest du raus aus der ganzen Sache, wenn du freiwillig entscheiden könntest. Ja. Ja, das ist eine sehr schwierige Situation für mich. Ja. Ja. Nicole, ich muss mal eben etwas machen. Ich muss mal unser Gespräch kurz unterbrechen. Ja. Weil wir haben ja ein technisches Problem. Wir spielen jetzt etwas Musik ein. Du bleibst aber bitte am Telefon und gleich reden wir weiter. Okay. Okay? Ja. We'll be right back.
So, Nicole, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Das ist gut. Ich glaube, wir haben den Schaden ja auch behoben. Es klingt zumindest bei mir alles so, wie es klingen sollte. Was du mir gerade erzählt hast, ist ja eigentlich sehr schlimm. Du gehst der Prostitution nach, obwohl du es gar nicht möchtest und wirst quasi dazu gezwungen. Ja, du wirst dazu gezwungen. Ja, ich werde dazu gezwungen. Hast du schon versucht, herauszukommen, auszubrechen? Ja, ich habe versucht und bin dann die Zeit lang auf der Straße gelebt, eine Woche lang. Ja. Dann haben die mich dann wieder gefunden und das Gleiche wäre das schon wieder. Ich war froh gewesen, da rauszukommen. Ja. Und ich bin auch mittlerweile alkoholabhängig. Ja. Ich kann es ohne gar nichts mehr machen. Haben diese Männer, die dich da zwingen, haben die dich danach auch geschlagen, als sie dich wieder gefunden hatten? Ja. Die haben mich grün und braun geschlagen. Ja. Hast du darüber nachgedacht, dass du dich bei der Polizei meldest? Ja, habe ich, aber das ging nicht. Weil meine Mutter, die weiß davon alles gar nicht und sie soll davon auch nichts wissen. Ja, aber das kann man ja absprechen mit der Polizei. Du bist eine erwachsene junge Frau von 18 Jahren, dass das nun nicht deine Mutter erfährt. Wichtig ist ja, dass du da rauskommst, dass du das nicht mehr machen musst. Ne? Das ist das Allerwichtigste jetzt. Ich habe aber kein Vertrauen zu der Polizei. Die hat mich einmal ganz hart im Stich gelassen. Mhm. Aber du hast uns jetzt auch angerufen, quasi in deiner Not, weil du schon irgendwie Hilfe suchst. Ja, genau. Ja, hast du Angst, dass die das vielleicht rauskriegen, dass du hier anrufst? Davor habe ich auch Angst, ja, aber ich glaube nicht. Mhm. Pass auf, Nicole, ich finde, dass es Mittel und Wege gibt, dass du da rauskommst. Und ich möchte gerne, oder wir möchten dir gerne dabei behilflich sein. Das machen wir aber jetzt nicht in aller Öffentlichkeit, damit alle mitkriegen, wie wir das machen und was für kluge Ratschläge wir dir geben, sondern du legst jetzt auf. Ja. Und dann wirst du von meinem Psychologen, dem Peter, zurückgerufen. Okay. Und da wird das besprochen. Alles klar. Bist du einverstanden? Ja, bin ich. Okay. Ist noch ein Autogramm von dir? Ja, du kannst dem Peter dann deine Adresse geben und das schicken wir dir. Okay. Okay? Alles Liebe, Nicole. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt kommt das Fernsehen gerade. In einigen Sekunden sind wir da. Jetzt sind wir auf dem Sender. Hi. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr lieben Fernsehzuschauer hier im Radio, haben wir schon angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt Meine dunkelste Seite. Dieses Thema habt ihr euch gewünscht. Das ist abgestimmt worden bei nachtlager.de. Und euer Wunsch ist uns Befehl, also machen wir das auch heute Nacht. Also, ich möchte gerne mit euch reden über eure dunklen Seiten, über eure Abgründe, eure Geheimnisse, über Dinge, die ihr in euch tragt, die vielleicht niemand weiß oder wenige wissen, Dinge, für die ihr euch schämt, Dinge, die ihr eigentlich auch ganz okay findet, aber die ihr eigentlich gar nicht so gerne nach außen kehren wollt oder auch nicht so gerne mit jemandem besprechen wollt, aber vielleicht mit mir. Und wenn ihr das wollt, dann nur zu. Dann ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. So, jetzt geht es los mit Kerstin. Und Kerstin ist 23 Jahre alt. Hallo Kerstin. Hallo. Hallo Kerstin. Deine dunkle Seite oder dunkelste Seite? Also ich werde auch von meinem Freund zu etwas gezwungen. Mhm. Und das ist im Sexbereich ist das. Also er verlangt von mir Sachen, die ich teilweise gerne mache. Aber es gibt auch Sachen, die ich überhaupt nicht gerne mache. Und wenn ich sie nicht mache, dann droht er mir halt eine Trennung. Und nach außen hin muss ich halt die heile, gute Beziehung spielen und nach innen bin ich halt dann, ja, muss ich ihm hörig sein. Ja. Wie lange seid ihr ein Paar? Seit 2 Jahren sind wir jetzt zusammen. So, was sind das jetzt genau für Sachen, die er von dir verlangt, die du dann mitmachst? Und das kann man ja auch eine dunkle Seite dann nennen, wenn man so etwas mitmacht, mehr oder weniger unfreiwillig. Was ist das? Um was geht es da? Also ich muss, ich muss halt im Sexbereich, ich darf, wenn wir Sex haben, nur Strapse tragen, nur High Heels tragen. Ich muss eine Maske aufziehen, er peitscht mich beim Sex aus. Ich muss mir Gewichte im Intimbereich
ranhängen. An die Oberweite muss ich mir Gewichte hängen. Gewichte? Wie schwer sind die Gewichte? Das Gewicht weiß ich jetzt so nicht, aber es tut schon weh. Es tut sehr weh. Also an die Schamlippen musst du es hängen? Ja. Und auch an die Brust? Genau, ja. Mhm. Mhm. Und Du musst immer eine Maske aufziehen beim Ja, Sex? Immer. Auch wenn wir, also er wohnt weiter weg, wir sehen uns nur am Wochenende. Mhm. Und wenn wir jetzt weggehen, darf ich ihn nur mit seinem Vornamen anreden. Also ich darf halt nicht Schatz oder so zu ihm sagen. Mhm. Und wenn wir zu Hause sind, darf ich ihn nur mit Meister anreden. Mhm. Und er sagt nur zu mir Zofe. Also du musst ihn auch Meister nennen, wenn ihr nicht in einer sexuellen Situation seid. Das heißt, wenn du Pizza machst oder einen Salat, dann sagst du, Meister, möchten Sie die und die Soße haben? Also das nehmen mit dem Sie nicht, aber ich muss ihn halt dann schon Meister nennen. Und auch wenn wir abends auf der Couch sitzen, muss ich ihm halt seine Getränke holen. Mhm. Und er möchte halt, dass ich seine Sklavin werde, das will ich aber nicht. Mhm. Er hat mir auch so einen Sklavenvertrag gegeben, wo halt drin steht, was ich zu machen habe und was ich nicht zu machen habe, aber das mache ich nicht. Das habe ich ihm auch gleich gesagt. Das habe ich auch noch nie gehört. Es gibt einen Sklavenvertrag. Ja, ja. Da sind wie viel ist das eine DIN A4 Seite oder ist es mehr? Ich glaube, das sind 5-6 Seiten. Ach, und was ist das Härteste und Krasseste für dich, was du darin gelesen hast? Also es gibt da ein, also was ich drin gelesen habe, ist, es gibt ein Bestrafungszimmer. Hm. Also wenn ich jetzt irgendwas gemacht habe, was ihm nicht gefallen hat, dafür werde ich bestraft. Mhm. Und ich muss immer in dem Vertrag steht, dass ich nur das zu machen habe, was er mir sagt. Mhm. Ich muss bestimmte Kleidung tragen. Mhm. Ich muss bestimmte Kleidung anhaben, wenn ich ihm die Tür aufmache, was ich heute auch schon mache. Also wenn ich würde sagen, so sehr unterscheidet sich das ja nicht von dem, was schon ist im Moment. Ne? Nee, das nicht, aber es unterscheidet sich halt von diesen Bestrafungen, die halt in diesem Vertrag drinstehen. Was sind das genau für Bestrafungen? Du sagst Bestrafungszimmer, gibt es? Ja, das ist so, da steht dann, steht ein Kreuz drinne und dann, ja, wird man dann halt auch richtig ausgepeitscht, aber jetzt nicht also kräftiger, wie es jetzt schon kenne. Es wird. Und man wird an das Kreuz, wahrscheinlich so ein Andreaskreuz, sowas? Genau, und dann wird man halt dran festgekettet und man wird halt dann richtig bestraft. Mhm. Du hast gerade schon so Sachen aufgezählt beim Sex, High Heels, Strapse und die Maske und so weiter. Gibt es auch noch Praktiken, zu denen er dich zwingt, die du eigentlich gar nicht möchtest? Weitere Praktiken, vielleicht härtere sexuelle Praktiken auch? Ja, das ist das eigentlich nicht so. Also so im Sexbereich, was jetzt, sag ich jetzt mal, ohne diese Sachen wäre, habe ich nichts einzuwenden, aber es geht halt schon, es geht wirklich, es hängt mir auch so tief in der Seele und es tut mir auch richtig weh, weil ich komme auch von diesen Menschen nicht los. Es geht, wenn ihr Sex habt, mittlerweile nur noch so. Nur so, ja. So, zwei Jahre zusammen, war das am Anfang auch schon so oder hat sich das so schleichend ergeben? Das hat er mir so offenbart, nach einem halben Jahr hat er mir das aber nur mit diesen Strapsen und High Heels. Und letztes Jahr im Sommer, Spätsommer, hat er mir das dann so langsam kam das alles. Das heißt also, diese härtere Gangart gibt es jetzt ungefähr so ein knappes Jahr oder ein Jahr ungefähr. Ja, so ein knappes Jahr. Und das Schlimme daran ist, dass das ja über die Sexualität hinausgeht, eben auch in das normale Leben, wie du es gerade beschrieben hast, dass du ihn Meister nennen musst und all das tun musst, was er so will. Ne? Ja. Mhm. Nochmal eine Frage zu diesem Sklavenvertrag. Was heißt das? Welche Rechte? Ein Vertrag heißt ja, da wird was geregelt. Was für ein Recht hättest du denn, wenn du ihn denn unterschreiben würdest? Gar kein? Also, die einzigen Rechte, die ich habe, ich kann den Vertrag jederzeit abbrechen. Mhm. Also ich kann sagen, das will ich nicht mehr. Mhm. Und bei diesen Bestrafungen gibt es dann halt auch, wenn es halt zu diese Schmerzgrenze überschreiten tut, gibt es halt auch Sprichwörter wie rot. Das heißt dann, das geht so weit, das tut weh, hör auf damit. Und er hat das dann auch zu akzeptieren. Hat er dich ja schon mal so sehr bestraft, dass es dir wirklich sehr wehgetan hat, dass das Blut geflossen ist? Oder dass du nein, blau, nein, das nein, nicht. Nein, 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 das nicht. So, jetzt
läuft eure Beziehung, eure Sexualität so ab, wie du es beschrieben hast? Ich finde das eine sehr heftige Angelegenheit. Gibt es für dich überhaupt noch eine für dich befriedigende und schöne Sexualität? Nee, überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht. Das heißt, du hast immer Widerwillen oder gar Angst, wenn er kommt und wenn es ansteht, dass wieder dieses ganze Theater gemacht werden soll? Also, das ist so, ich meine, ich liebe diesen Menschen ja, ne? Und teilweise mache ich es gerne, aber wenn es dann halt an diese Grenzen geht, wie es mit diesen mit diesen Gewichten und mit dem Auspeitschen, ich dulde das. Also ich lasse es über mich ergehen und jetzt, ich bin dann heilfroh, wenn das dann wirklich vorbei ist. Kerstin, jetzt frage ich dich wirklich mit aller Ernsthaftigkeit, warum lässt du das über dich ergehen? Warum sagst du nicht, pass auf, ich liebe dich, wir haben eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, das ist nicht meine Sexualität, das mache ich nicht mit. Warum erniedrigst du dich so sehr? Warum machst du das? Weil ich weiß, und er hat es auch schon oft zu mir gesagt, wenn ich es nicht mache, dass er die Beziehung beendet. Ja, aber was ist denn das für eine Grundlage? Ja, Er droht dir, die Beziehung zu beenden, und du tust etwas, was so wider deine Natur ist und wider deinen Willen, das ist doch keine Grundlage für eine ordentliche Liebesbeziehung. Willst du so die nächsten Jahre leben? Nein, eigentlich nicht. Nein. Aber es ist so, ich komme von ihm nicht los. Und ich habe auch meine Eltern, die sprechen mich schon drauf an, was mit mir los ist. Und auch im Freundeskreis habe ich mich total abgekapselt. Weil hast du denn für dich, du sagst, das möchte ich nie so akzeptieren, wenn jemand sagt, ich komme von der Person nicht los. Hast du dich denn schon bemüht, von ihm loszukommen? Ja, wir hatten uns schon mal, also ich habe mich schon mal von ihm getrennt. Das war zu Anfang des Jahres und ich habe es nicht ertragen können, dann doch alleine zu sein, weil es hat mir dann schon was gefehlt. Jetzt nicht diesen Sex, der Sex hat mir nicht gefehlt, sondern der Mensch, der ist, wenn wir keinen Sex haben. Ja, aber dieser Mensch, auch wenn ihr keinen Sex habt, habe ich so den Eindruck, das entwickelt sich doch auch immer massiver in die Richtung, dass er dein Herr sein will und du die Sklavin sein sollst. Und du gar nicht eine gleichberechtigte Partnerin bist, so wie du. Ich verstehe, dass du das am liebsten so hättest. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, wenn wir jetzt so in der Öffentlichkeit bei der Familie sind, das ist dann... Da spielt ihr das normale Pärchen. Ja, und das ist halt das auch, was ich ihm auch gesagt habe, dass ich habe ihm auch gesagt, wir können normalen Sex-Level finden, was ich mitmache und was ich nicht mitmache, und er sagt auch immer, ja, er akzeptiert das dann, aber wir können auch vernünftig miteinander reden, es ist nicht so, dass ich mit ihm gar nicht reden kann, ne? Wenn wir halt miteinander reden, ich sage ihm das dann halt, dann tut er immer so, als wenn er es akzeptieren würde. Ja, aber er akzeptiert es, aber letztendlich akzeptiert er es nicht. Ja, und das kommt immer dann erst nach 2, 3, 4 Wochen, sagt er mir das dann, so. Dass es halt doch nicht so ist. Ich finde, dass die Grundlage dieser Beziehung krank ist und schlecht ist, Kerstin. Und ich finde, dass du dir wenig Gutes antust. Ich muss es anders sagen, dass du dir sehr Schlechtes antust, wenn du weiter so in dieser Rolle bleibst. Und wenn du das nicht schaffst, alleine von diesem Typ loszukommen, dann such dir draußen Hilfe, such dir professionelle Hilfe. Ich finde, dass das keine gute Sache ist, in die du da immer mehr hinein zu schlittern scheinst. Ich glaube, dass du immer unglücklicher wirst, wenn du nicht selbst etwas unternimmst und die Notbremse ziehst. Ja, ich bin schon sehr unglücklich. Ich kann auch nachts schon nicht mehr richtig schlafen. Ich höre das raus, wie du es erzählst, dass du unglücklich bist und dass das alles nicht gut ist. Ist meine Meinung, mein Kommentar. Tu etwas. Du bist eine erwachsene junge Frau und du kannst handeln. Versuche davon loszukommen. Wenn du es, wie gesagt, nicht alleine schaffst, hol dir Hilfe von außen. Aber ich habe auch schon dran gedacht, und das ist so, bei uns in der Familie ist es so, dann wird gefragt, warum, und dann, ich habe das halt, meine Mutter hat das selbst schon gesehen, die hat hier auch schon Sachen gefunden, und dann habe ich dann halt, ich musste dann lügen, weil ich will nicht, dass sie das mitmacht. Nein, die Familie muss das ja auch nicht erfahren. Ja, aber sie fragen dann, warum ich mir halt so, für was ich mir die Hilfe suche, und das kannst du ja alles für dich, du bist doch kein 15-jähriges Mädchen mehr, du kannst doch für dich alleine einen Psychologen aufsuchen oder eine Beratungsstelle. Ich mache mal Folgendes. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ich mache folgenden Vorschlag und dann erklären wir dir das noch ein bisschen genauer. Ich finde, du solltest etwas unternehmen. Mhm. Okay? Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Okay, Kerstin. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
Das Thema heute Nacht heißt meine dunkelste Seite. Ich möchte gerne mit euch reden über das, was in euch abgründig ist, was dunkel ist, für das ihr euch vielleicht auch schämt, was ihr so im Geheimen praktiziert, was ihr freiwillig praktiziert oder, wie Kerstin es gerade gesagt hat, was ihr vielleicht auch unfreiwillig praktiziert und aus irgendwelchen Gründen da nicht rauskommt. Meine dunkelste Seite, das kann ja was ganz Aktuelles sein, es kann aber auch etwas sein aus der Vergangenheit, worüber ihr mir jetzt unter Umständen erzählen wollt. 0800 220 5050 und hier ist Thomas. Und Thomas ist 26 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, hallo. Ich bin etwas nervös gerade. Ja, das ist okay. Die dunkle Seite ist ja auch ein schwieriges Thema, darüber dann offen zu reden. Das ist wohl wahr, gerade in meinem Fall. Also, was ist es denn? Ja, ich bin seit einem guten Jahr verheiratet und habe jetzt auch etwas Angst, hier schnell abgeurteilt zu werden. Deswegen wähle ich auch diesen anonymen Weg. Und zwar streite ich mich öfter mal mit meiner Frau und bin dann auch schon handgreiflich geworden. Mhm. Und das weiß ich natürlich selber, dass das nicht gut ist, dass das absolut scheiße ist. Was heißt denn handgreiflich? Erzähl es mir mal ein bisschen genauer. Ja, was heißt handgreiflich? Es fängt an, so leichtes Schubsen von was weiß ich, weil sie mir irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf schmeißt, also dann schubse ich sie gen Bett oder auf den Sessel oder so, geht dann weiter zu Schlägen, aber nicht mit der Faust oder sowas, mit der flachen Hand. Mhm. Wohin? Auf die Schulter oder es ist auch schon zu einer Watschen sozusagen gekommen. Ja. Flache Hand klingt für mich noch ganz human, im Gegensatz zu einer Faust, aber sie hat, muss find ich dazu nicht. Sagen... Finde ich nicht. Nee, also generell klar, wenn es zur Handgreiflichkeit kommt, ist es nicht gut. Mhm. Und sie hat auch schon blaue Flecke davon getragen, ab und an. Das geht auch davon, wenn sie jetzt irgendwie irgendwas schmeißen will oder so oder mich kratzen will oder so, dass ich sie dann festhalte und dann halte ich sie halt mal zu doll an den Armen fest, dann hat sie da schon mal so kleine Abdrückelchen. Wie oft kommt denn das vor? Leider kein Einzelfall. Das war nicht die Antwort auf meine Frage. Wie oft kommt das vor? Ja, zu häufig. Also eine genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen. Aber nee, ich will so wissen, kommt das jeden Tag vor? Kommt das dreimal in der Woche vor? Zweimal in der Woche? Vielleicht alle 14 Tage, alle drei Wochen, wenn es hochkommt. Also wirklich nur, wenn wir wirklich einen extremen Streit haben. Und das eskaliert aber nicht mal, ja? Und das eskaliert immer auch aufgrund eines Streites um Kleinigkeiten? Kleinigkeiten, Nichtigkeiten, also nicht mal irgendwie, dass wir unterschiedliche Auffassungen irgendwas werden, sondern irgendwas Kleines, irgendeine Laut läuft irgendeinem über die Leber und dann schaukelt sich hoch. Das ist erst nichts, gar nichts, das schaukelt sich hoch. Denn ein Jahr verheiratet, sagst du? Ein gutes Jahr, ja. Habt ihr euch vorher auch schon länger gekannt? Nicht sehr lange. Also insgesamt kennen wir uns jetzt und sind zusammen 2,5. Ist das jetzt erst so, seitdem ihr verheiratet seid, oder gab es das vorher auch schon? Ja, also es hat sich gesteigert in der Intensität. Mhm. Was sagt sie denn dazu? Wie reagiert sie auf dich? Naja, also anfangs ist es ja normal, dann ist es ein normaler Streit, da reagiert sie halt beleidigend oder bockig oder wie auch immer und es schaukelt sich hoch, die gegenseitigen Beleidigungen werden stärker, schlimmer. Bis ich dann irgendwann sage, ja, okay, basta, reicht mir nicht. Und dann kommen wirklich ziemlich fiese Beleidigungen und so, wo ich dann mich ziemlich erniedrigt fühle und keinen Ausweg weiß. Okay, ich meinte jetzt auch nicht bezogen auf wie der Streit sich da hochschaukelt. Ich meinte, wie sie im Nachhinein darauf reagiert. Im Nachhinein ist sie immer recht traurig, erbost und so weiter. Ja. Hatte auch schon mal überlegt, mich zu verlassen, aber im Nachhinein meinte sie dann zu mir, ja, sie kann nicht ohne mich leben. Und In der Situation, wenn es sich hochschaukelt, wehrt sie sich dann oder lässt sie das alles über sich ergehen? Dann würde es nicht so weit kommen. Also sie wehrt sich auch körperlich? Ja, erstmal mit super dollen, nicht nur irgendwie Arschloch oder sowas, Beleidigungen, sondern wirklich extrem kreativen Erniedrigungen und dann auch körperlich. Sie schmeißt mit Schuhen, mit Gabeln, mit Tassen, mit Töpfen nach mir. Also ist bei euch richtig was gebacken? Ja. Ne, bei euch beiden? Ja. Wenn dann sowas wieder explodiert ist, gibt es dann schon mal ein vernünftiges Gespräch, dass ihr zusammensitzt, dann die Wut ist entladen und ihr gemeinsam darüber nachdenkt, warum ist das so geschehen? Was könnten wir tun, dass das nicht wieder geschieht? Die Dinge gibt es natürlich nicht unmittelbar nach dem Streit, nicht am Tag nach dem Streit, sondern
irgendwie zwei Tage später und dann sagt sie einfach, also ich sag, ich weiß, es ist falsch, ich weiß, es ist nicht gut, ich weiß, ich soll es nicht tun, ich weiß, ich will es nicht tun, aber es ist passiert, das ist eine Affekthandlung oder wie auch immer das heißen mag. Entschuldigst du dich dafür? Ja. Nimmt sie die Entschuldigung an? Manchmal sagt sie, wenn ich mich zu früh entschuldige, sozusagen, also im Verlauf dieses Streits, wenn ich ihn abbrechen will, wenn ich sage, okay, nein, ja, lass es, wir belassen es dabei, dann nimmt sie nicht an, manchmal nimmt sie an, manchmal... Ja, ich meine, sowas erfährt natürlich auch eine Inflation, ne? Wenn man es immer wieder macht und sich immer wieder entschuldigt und daraus nichts erwächst und keine Besserung erfährt. Aber andererseits entschuldigt sie sich zum Beispiel nie. Also ich würde mich schon freuen über wenigstens ein Zeichen der Entschuldigung. Habe ich es denn dennoch richtig verstanden, dass letztendlich der Anfänger, auch mit diesen körperlichen Gewalttätigkeiten, bist immer du? Nicht immer. Ah, das geht auch schon mal von ihr aus, dass der Aschenbecher schon mal von der Seite fliegt. Ja. Aber ich sag mal so, ich bin es häufiger, weil ich, wir Männer sind vielleicht nicht so kreativ mit den Beleidigungen. Ich sag immer nur irgendwie die Standardwörter. Und sie denkt sich wirklich irgendwas richtig Fieses aus, wo man dann denkt, Gott, sag mal so viel. Du hast das paar Mal ja schon so gesagt, sie denkt sich immer was richtig Fieses aus. Jetzt sag bitte mal einmal ein Beispiel, damit ich mir vorstellen kann, was ihr euch da, oder was sie dir an den Kopf wirft. Ja, was für sich, also ich sag irgendwie Arschloch oder keine Ahnung, ach, du bist doch bescheuert und so. Und sie sagt dann, ja, du bist doch die größte Scheiße auf der Welt, dich hat mir das Leben in den Weg gekotzt und leck doch die Punkt deiner Mutter und Ach so, okay. Also das reicht. Ich wollte nur eine Vorstellung haben, wie das da abgeht. So, Mensch Thomas, das ist ein Jahr, seid ihr verheiratet, ein Jahr Ehe und so geht das schon alle zwei, drei Wochen ab. Das ist ja nun keine gute Atmosphäre für eine Ehe. Nee. Ne? Und wenn das aber jetzt, das ist halt nicht, dass wir jetzt generell ein schlechtes Klima haben. Das ist, wir sind beide sehr, sehr, sehr jähzornig, reizbar. Ja, aber das ist es ja. Unnachgiebig sind wir, aber ansonsten sind wir super, wir lieben uns. Also ich liebe sie auch. Aber du sagst, wir sind jähzornig. Ja. Wir sind reizbar. Wir explodieren beide relativ schnell, ne? So hast du es gesagt und so hört sich das ja auch an. Auf der anderen Seite sagst du aber, dass wir uns lieben. Das ist ja eigentlich ganz gut. Das heißt, im Prinzip grundlegend ist diese Beziehung nicht kaputt. Aber grundlegend nicht, aber es ist irgendwas schon tief drin, was nicht in Ordnung ist. Nee, das ist wahrscheinlich in euch beiden drin. Eine Veranlagung, etwas, wo ihr selbst euch nicht wirklich im Griff habt. Wo ihr beide euch zu sehr gehen lässt. Wenn man zu zornig ist, ist das immer ein Ausdruck dessen, dass man sich nicht diszipliniert genug verhält einem anderen Menschen gegenüber. Wenn man jähzornig ist, das ist immer sehr schlimm, wenn man das rauslässt. Und man macht damit meistens sehr viel, richtet damit meistens sehr viel Schaden an. Die Gefahr besteht natürlich, wenn ihr so weitermacht, dass ihr das, was gut ist in eurer Beziehung, über kurz oder lang, dennoch beschädigt. Und eure Beziehung kaputt geht. Ne? Deswegen ist eigentlich das absolut Wichtige, finde ich, dass ihr, wie alt ist deine Freundin, deine Frau? Die ist 3 Jahre älter als ich. Die ist 29, du bist 26. So, ja. dass ihr beide euch mehr in den Zügeln haltet. Dass ihr beide lernt, mehr mit diesen, ich sag mal, schlechten Eigenschaften, die ihr habt. Und Jähzorn ist eine schlechte Eigenschaft. Ja. Dass ihr lernt, damit umzugehen und das nicht einfach nur so raushaut. Dafür müsst ihr was machen. Das haben wir auch schon eingesehen, aber wie? Das ist die Frage, wie lernt man das? Also ich nehme mir jedes Mal aufs Neue vor. Scheißegal, was sie sagt. Scheißegal, ich halte mir die Ohren zu oder ich, also nicht wirklich jetzt, kann ja auch sein, dass das da nicht funktioniert. Dass das so eingefahren ist, ritualisiert ist, euer Stress, dass das nicht geht. Dann müsst ihr raus, dann müsst ihr in eine Eheberatung gehen. Such dir wir können dir auch helfen, in deiner Umgebung gibt es die Sachen, gibt es eine Eheberatung, das kostet nichts, da geht man ein paar Mal hin und kriegt eine ganz gute Anleitung auf, wie man sich dann weiter verhalten soll. Macht es für euch, macht es für eure Ehe. Ja. Mach du es auch zum Beispiel ganz, ganz egoistisch für dich. Denn man steht immer blöd da, wenn man zu jähzornig war und sich zu sehr ausgelebt hat. Im Nachhinein, man fühlt sich schlecht danach immer. Immer. Im Nachhinein ärgert man sich und denkt, mies. Aber normalerweise, also ich bin jemand, der schnell, also jähzornig in dem Sinn, dass ich schnell, ach Mann, scheiße oder so sage, aber eigentlich tue ich, abgesehen von diesem jetzt beschriebenen, keiner Fliege was zu leiden. Also lieber mag ja sein. Ich eine Spinne oder eine Mücke, die mich nervt und schmeißt die nachts aus. Okay, aber da genau passiert es in dieser Beziehungskonstellation. So, jetzt geben wir dir noch ein paar Beratungsstellen in deiner Umgebung an die Hand und dann schlag es deiner Frau vor und geht bitte hin. Ja.
Ja? Ja, das haben wir vor. Deswegen habe ich auch ein bisschen angerufen, damit ich mal irgendwie so einen kleinen Plan kriege, weil ihr immer irgendwie bei euch gibt es immer so nette Tipps. Ja, das machen wir gerne. Du legst auf, wir rufen zurück, okay? Okay, danke schön. Alles Gute, Thomas. Tschüss. Meine dunkelste Seite. Jetzt dazu ein Paar. Das eine, der eine Teil des Paares heißt Sarah. Hallo Sarah. Hallo Domian. Du bist 20. Ja. Und da gibt es auch noch einen Mike neben dir, ne? Genau. Habt ihr so ein Doppeltelefon oder musst du den Hörer hin und her? Nee, wir müssen den hin und her reichen. Okay, dann reden wir beide erstmal miteinander. Ja, also wir sind seit etwas über einem Jahr zusammen und seit etwas über einem halben Jahr besuchen wir zusammen Swingerclubs. Oh, ganz geheim. Ja, sehr geheim. Und das also, wissen eigentlich nur zwei Leute, also ein guter Freund von meinem Freund und meine beste Freundin, sonst keiner. Ja, und das ist eure gemeinsame dunkle Seite quasi. Genau. Die geheime, schmutzige Ecke in euch. So kann man sagen. Was mich wundert, dass so ein junges Paar, die so frisch zusammen sind, die sich ja eigentlich selbst noch viel gegenseitig entdecken können sollten, müssten, dass die dann schon ins Swingerclub gehen. Warum? Das kam bei uns schon ziemlich zum Anfang auf, da wir von Anfang an eigentlich über wirklich alles geredet haben, also unter anderem auch über sexuelle Fantasien und Vorlieben und alles Mögliche. Mhm. Und ich war halt irgendwann so mutig und habe das halt als meine sexuelle Fantasie preisgegeben. Ach, du hast damit angefangen? Genau. Aha. Und wusste halt überhaupt noch nicht, was ich für eine Reaktion zurückbekomme, aber die war halt nicht ganz so negativ. Hat der Maike gedacht, wow, die macht so Sachen mit. Ja, wahrscheinlich. Manche Frauen reagieren ja dann sehr abweisend, ne, wenn Typen das vorschlagen. Ja. Nee, das kam halt von mir aus und er hat halt auch direkt gesagt, dass er da auch schon mal drüber nachgedacht hätte. Mhm. Und am Anfang war das mehr so Rumspinnerei von uns beiden. Dann haben wir uns halt im Internet ein bisschen informiert bei wahre Liebe und irgendwelchen Reportagen. Ja. Und haben das dann irgendwann wirklich in Angriff genommen, haben uns dann über das Internet einen Swingerclub ausgesucht, wo die Atmosphäre halt nett gewirkt hat. Bevor du mir jetzt von der ersten Swingerclub-Erfahrung erzählst, gib mir mal eben den Mike, mit dem möchte ich auch mal eben kurz reden. Ja, mach ich. Ja? Hi. Hallo Mike. Wie hast du denn reagiert, als Sarah dir das gesagt hat? Was hast du da gefühlt, dass sie so eine sexuelle Fantasie hat? Ja, es war ganz komisch, weil ich sag mal so, als Mann traut man sich ja jetzt nicht so unbedingt so eine Frau darauf anzusprechen. Nee, vor allen Dingen nicht, wenn man so ganz frisch zusammen ist, ne? Ja, genau. Mhm. Und von daher war ich jedenfalls nicht negativ überrascht und habe mich gefreut, dass ich mal sowas auch mit ihr ausprobieren kann. Hattest du im Geheimen auch schon mal so Überlegungen, würde ich gerne mal machen? Oder? Ja, klar, also ich sag mal jetzt so in Anführungsstrichen so, hört zwar blöd an, aber so, jeder Mann wünscht sich mal Sex mit zwei Frauen oder so. Hatte ich zwar in dem Sinne auch nicht. Ja. Aber, ich meine, ich weiß ja, was ein Swingerclub ist, aber ich hätte mir vorher nie gedacht, dass ich jemals in sowas reingehen kann oder werde. Sarah hat, also ihr habt ganz offen miteinander geredet, hat sie gerade erzählt und hat sie dir gebeichtet, also eine meiner sexuellen Fantasien ist mal ins Swingerclub zu gehen. Was hast du ihr denn gesagt? Was wäre deine sexuelle Fantasie? Das mit den zwei Frauen oder noch irgendwas anderes? Nö, also mit den zwei Frauen eigentlich nicht. Das ist noch nicht mal so interessant. Es ist viel interessanter, wenn meine Freundin mit einer anderen Frau was macht. Ah. Das nebenbei. Also meine sexuelle Fantasie war so in erster Linie, was allerdings auch Sarahs Fantasie ist, dass uns beim Sex jemand zuguckt und wir anderen Leuten auch beim Sex zugucken. Mhm. Genau, also das kann man ja gerade im Swingerclub ja machen. Starke exhibitionistische Ader und auch Voyeur-Tum, ne? Kann man sagen, beides so. Ja, genau. Ne? Ja. So, jetzt gibst du mir nochmal die Sarah, wir reden gleich nochmal miteinander, Mike. Jo. Ja. Ja, hallo. So, Sarah, wir waren stehen geblieben bei dem ersten Swingerclub-Besuch. Bitte erzähl es uns. Ja, so das erste Mal im Swingerclub war halt, also relativ komisch, klar. Wir waren auch Neulinge und man stellt sich das ja vorher, was weiß ich wie vor. Und deswegen sind wir auch extra irgendwo hingegangen, wo im Internet halt stand, dass man zu so einer Art Schnupperstunde kommen kann, wo man halt noch im angezogenen Zustand den Club gezeigt bekommt und gewisse Regeln halt erklärt bekommt.
Ja, und das war halt auch ganz angenehm, weil sonst hätte man, denke ich mal, gar nicht gewusst, wie man sich dazu verhalten ja. hat. Also seid ihr erstmal mit Rollkragenpulli da durchgelaufen? Genau. Und lagen da die Nackten schon rum, während ihr Nee, das war bevor der Singer Club überhaupt eröffnet ach so, hat, also ein, ach so. Zwei Stunden vorher. Ach so. So, und habt ihr das gesehen und fandet das von den Räumlichkeiten ganz okay? Genau. Und habt dann gesagt, ach, hier bleiben wir gleich, oder? Ja, dann haben wir uns halt noch ein bisschen in die Bar gesetzt ja. und dann kamen halt auch irgendwann die ersten Leute. Ja. Und das ist halt auch meistens mit Buffet oder Restaurant nebenan. Mhm. Dann haben wir halt irgendwann was gegessen. Also am Anfang war das für uns eher so, dass wir halt einfach mal gucken wollten. Mhm. Ach, vielleicht bleiben wir auch gar nicht. Mal ein bisschen zugucken. Und in den ersten und zweiten Etagen sind meistens halt die Räume, wo die Leute sich halt vergnügen können. Ja. Und dann sind wir einfach irgendwann aus Neugier mal da hoch und haben erstmal nur zugeguckt. Was und da ging's schon zur Sache. Ja, klar, ja. Das ging halt direkt los. Da sind auch viele. Und seid ihr da noch angezogen hochgegangen oder wart ihr auch schon ein bisschen ausgezogen? Nee, wir waren mehr oder weniger, was heißt ausgezogen? Also man hat ja im Swingerclub, man ist ja nie ganz nackt, also ja. wenn man unten an der Bar sitzt, ja. man hat meistens irgendwelche Unterwäsche oder Reizwäsche. Also oder schicke Dessous oder irgend sowas. Schöne Unterhosen, genau. Jungs und... Gut, da seid ihr also so leicht bekleidet, sagen wir es mal so, hochgegangen, habt gesehen, dass da die Post abgeht. Ja. Und da hat es Klick gemacht. Dann habt ihr gedacht, das ist es. Ja, dann haben wir uns halt auch mal irgendwo hingelegt ja. und von da aus dann erstmal weiter zugeguckt. Und das ist ja auch, wenn man das erste Mal live Menschen beim Sex sieht, ist ja, ja auch eine krasse Erfahrung. Man und kennt das ja aus Film, Fernsehen oder ja, auch aus Pornos, ja. aber so hat man das halt noch nie gesehen. Ja, und dann ging das bei uns halt auch irgendwann los. Wie viel Mal wart ihr bisher im Singerclub schon? Ungefähr 6 Mal so. 6 Mal, ja. Was ist denn für dich das Schönste? Der Mike hat ja gerade gesagt, er findet es toll, beobachtet zu werden oder zu beobachten. Er findet es toll, wenn du mit einer anderen Frau rummachst. Was findest du denn am geilsten, wenn du da bist? Ja, eigentlich, also klar auch, das beobachtet zu werden, das ist ja eigentlich, warum wir beide da hingehen, aber halt auch, dass ich halt meine Erfahrung mit Frauen da ausleben kann. Ach so, das kann. Ist für dich schon ein Interesse, bisexuelle Erfahrungen zu auf machen. Auf jeden Fall, weil ich ja. das halt im Privatleben, also das weiß halt niemand ja. bei mir. Ich habe es zwar so in dem Sinne nicht das Problem mit, aber es kam bisher noch nie wirklich auf, weil ich das auch noch nicht so lange habe. Mhm. Das heißt, da kannst du dir schon mal die eine oder andere nette Dame, ein nettes Mädel holen und das ergibt sich so, dass du dann mit der was machst? Ja, da sind sehr viele Frauen, also, auch viele junge Frauen, die auch nur deswegen dahin kommen. Ach so. Ist der Eindruck richtig, dass die Frauen das eher praktizieren oder sich eher trauen, das zu machen, als die Männer untereinander? Also in dem Club ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch nie irgendwelche Männer da zusammen gesehen. Ach so. Ach, die trauen sich nicht. Die Klemmschwestern, die trauen sich nicht. Bestimmt. Aber bei Frauen sieht man das häufiger. Also ja? Das ist auch einfach eine andere Atmosphäre. Das ist, glaube ich, ja? noch eher weniger Tabuthema, auch in so einem Club. Ich weiß es selbst nicht. Ja, kann sein. Das kann sein. Es gibt wahrscheinlich auch Tabus in so einem Club, ne? Und moralische ja. Regeln und sowas, ne? Ja, gibt's auch. Geht ihr in denselben Club immer? Meistens. Also ja. wir waren einmal in einem anderen, aber die anderen Male immer in dem gleichen. Ja? Was ist das Haupttabu, was in dem Club herrscht? Das Haupttabu. Kann man das sagen? Bitte? Fällt dir das so ein, so spontan? Meinst du jetzt allgemein oder für uns beide? Na, sagen wir bei euch, für euch beide. Ja, also für uns Tabu ist auf jeden Fall halt Partnertausch zum Sex. Ach so. Das kommt für uns gar nicht in Frage. Ah ja. Also es ist schon, also ich kann was mit anderen Frauen haben. Ja. Und es ist auch okay, wenn andere Männer mich berühren oder andere Frauen, den ja. Mike, aber halt zum Sex kommt es nur zwischen uns beiden. Wenn jetzt plötzlich Mike anders draufkommt und vielleicht ganz locker wird und sagt, ich will auch mal mit einem Typ rummachen. Könntest du das aushalten? Oder? Auf jeden Fall. Ach so, das wäre für dich okay. Also da haben wir auch von Anfang an drüber geredet. Also von Anfang an, das kam irgendwann so mit ja. dazu auf, ja. dass ich das halt auch mal angesprochen habe, ja. wie das denn wäre. Ja. Und also ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Ja. Das ist eher so, das würde dich kam auch, halt noch nie zu der Situation. Das würde dich auch erregen. Ja. Ja. Mhm. Aber klar, Tabu, kein Partnertausch, kein Massen, nee. Sex. Oder nee, auf oder keinen so. Fall. Sarah, jetzt gib mir bitte deinen Freund Mike nochmal. Von dir verabschiede ich mich schon mal. Ja, und wünsche viel, viel Spaß weiterhin mit eurer dunklen Seite. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt kommt der Mike nochmal. Da bin ich. Ja, Mike. Ich gehe mal davon aus, dass euch das richtig Spaß macht, dorthin zu gehen. Ja. Macht dann der Sex alleine zu Hause, wenn ihr zu zweit seid, genauso viel Spaß? Oder denkst du dann doch auch eher, ach, es ist schon cooler und geiler, in den Club zu gehen? Nee, auf keinen Fall. Also zu Hause, der Sex ist auch super wichtig und macht ja noch mehr Spaß oder zumindest genauso viel Spaß. Also ja. in den Club zu gehen, ist schon irgendwie immer was Besonderes ja. und soll auch was Besonderes bleiben.
Und im Club ist man ja quasi nie alleine. Ja. So, und hier zu Hause, wenn wir hier alleine sind, das ist schon schön. Nun hat ja die Sarah gerade schon gesagt, es gibt ein Tabu, dass ihr keinen Partnertausch macht und sowas. Gibt es dennoch was, was du sagen würdest, vielleicht nicht jetzt gleich morgen und übermorgen, aber da gibt es schon irgendeine Praktik oder irgendwas, was ich schon gerne machen würde. Gibt es einen geheimen Wunsch? Ja, das habt ihr eben schon angesprochen, und zwar, dass mich ein anderer Mann befriedigt. Also ach so. Dazu ist es bis jetzt noch nie gekommen. Ja. Ich konnte es mir bis jetzt auch noch nicht vorstellen, oder ich hatte noch nicht den Mut dazu. Ja. Na gut, vielleicht ergibt sich das ja mal. Das Einzige, was ich mir jetzt so, ja, nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht irgendwann wird es vielleicht passieren. Also, ihr habt auf jeden Fall etwas entdeckt, was eure, ich sag, relativ junge Liebe, kann man ja sagen, wenn man so frisch zusammen ist, was das sehr bereichert, und du würdest sagen, das ist eine tolle Variante zu unserem Sex, und ihr könnt es aus eurer Erfahrung heraus nur empfehlen. Auf jeden Fall. Ja? Also, es ist auf jeden Fall sehr geeignet, um das Sexleben von Partnern aufzufrischen. Ja? Und es ist nicht dafür geeignet, eine Beziehung zu retten. Die könnte dadurch sogar kaputt gehen. Also, die Beziehung muss auf jeden Fall 100% ja, das, sein. Ja, das ist ein gutes Wort, was du sagst. Ich glaube auch, dass die Beziehung muss richtig gut sein. Ja. Und dann kann man sowas machen, und man muss Vertrauen haben, man muss offen sein. Und dann kann das wirklich eine ganz tolle Bereicherung der Sexualität werden. Genau, ne? So ist das. Lieber Mike, grüß Sarah nochmal herzlich. Mach ich. Und viel Spaß. Ja, danke schön. Tschüss. Schönen Abend noch. Juhu. Bernd, 42. Hallo Bernd. Hallo Domian. Hi. Deine dunkle Seite. Dunkelste Seite. Die dunkelste. Mhm. Tja, ich hab's so in meinem Privatleben so mit der weiblichen Hang. Mit was? Mit dem weiblichen Hang. Mit dem weiblichen Hang. Ja. Also du hast einen Hang zum Weiblichen. Ja. Du, der Bernd, der 42-jährige Bernd. So ist es. Das heißt, du ziehst dich gerne mal an wie eine Frau. So ist es. Erzähl mir das mal genauer. Ja. Wichtig ist es, obenrum nicht so, aber untenrum. Also BH ziehst du nicht an? Nein. Sondern Rock? Rock, Strumpfhose. Ja. Pumps? Und Schuhe, Frauenschuhe. Richtig. Und oben bist du dann nackig oder was? Oder hast du oben ein Hemd an oder was? Oben hast du ein T-Shirt oder so. Ach so. Was passt. ist ja dann auch wahrscheinlich lustig, wie du aussiehst da, ne? Ja. Wenn man dich so fotografieren würde, oben ein T-Shirt oder behaarte Männerbrust, unten Rock, Strumpfhose, Pumps. Ja. Bist du in einer Beziehung? Nee, ich bin seit paar Jahren alleine. Alleine. Ja. Warst vorher verheiratet oder länger mit der Frau zusammen? Nö, es war eine relativ ungünstige Beziehung, muss man so sagen. Hat sich dann kurzfristig schnell erledigt. Ja. Warst du schon mal länger mit einer Frau liiert? Ich gehe mal davon aus, dass du heterosexuell bist. Ja. Ja. Und dann habe ich, seitdem bin ich so ziemlich zurückgezogen. Ja. Meine Frage war gerade noch, ist ein bisschen untergegangen. Warst du früher schon mal länger in einer Beziehung mit einer Frau? Ja, das längste war, glaube ich, 2 Jahre. Ja? 2 Jahre, 3 Jahre. Wie lange hast du schon diesen Spaß, selbst ein bisschen dich als Frau anzuziehen? Das geht schon seit 2, 3 Jahren. Ach so, so frisch ist das noch. Ja, ja. Wie kam das denn, wenn du dann im hohen Alter von Ende 30 plötzlich darauf kommst? Wie kam das? Tja. Wenig Kontakt, würde man so sagen. Ja. Und dann beruflich ziemlich eingespannt. Was machst du beruflich? Ein Busfahrer. Ja. Und dann sucht man halt nach dem gewissen Kick. Ja, aber trotzdem, viele Leute sind beruflich eingespannt und kommen dann plötzlich auf die Idee, sich einen Rock anzuziehen und Frauenschuhe. Ja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, wie das einmal kam. War plötzlich da. War immer da, mal probiert. Und kannst dich nicht erinnern, dass das früher mal so heimlich gedacht hast, aber dann verdrängt hast? Daran kannst du dich nicht erinnern. Das könnte durchaus sein, dass du es also mal verdrängt hast. Könnte sein. So, und wenn man das dann zum ersten Mal spürt, stelle ich mir schwierig vor, damit umzugehen. Dass man da denkt, Mensch, bin ich jetzt krank? Bin ich pervers? Bin ich verrückt? Oder was ist mit mir los? Wie hast du das gedacht? Ja, ich war anfangs auch erschrocken. Hab mich über mich selbst erschrocken. Glaube ich, mhm. Und bist du dann sehr bald in ein Geschäft gegangen und hast dir die Sachen geholt? Nee, das hat erst angefangen
Strumpfhose. Hm? Die hast du dir im Supermarkt gekauft. Jo. Ja. Kriegt man überall. Hm. Ja, die habe ich dann erstmal benutzt, so zur Eigenbefriedigung. Ja. Ja. Und dann irgendwann dann Rock. Haben wir Rock dabei geholt. Aber das ist dann ja schon ein Schritt. Dann gehst du, der 42-jährige Kerl, der wahrscheinlich sehr maskulin aussieht, von der Klinge, von der Stimme klingst du zumindest so, geht in ein Geschäft und kauft einen Rock. Ja. Hast du dich nicht geschämt da? Jo, schnell rein und schnell wieder raus. Ja. Haben die Verkäuferin nicht gefragt? Nö. Nö. Masse fällt man nicht auf. Wie viele Röcke hast du inzwischen? Ich hab bloß zwei. Ach so, zwei. Sind die so ganz enge, kurze Röcke? Und hast du immer einen Rock an und eine Strumpfhose oder gehst du auch schon mal ohne Strumpfhose? Nee, nur mit Strumpfhose. Immer Strumpfhose, Rock, Schuhe? Ja. Frauenschuhe? Richtig. Das ist ja nur auch so ein Ding, Frauenschuhe einzukaufen. Welche Schuhgröße hast du? Ja, ich hab, normal habe ich 43, aber ich komme in 42 ran. Ja. Und da schämst du dich auch nicht im Schuhgeschäft, die anzuprobieren und oder bestellst du dir die irgendwo? Nee, die habe ich jetzt so per se gekauft. In der Größe gegangen und hab das einfach auf gut Glück probiert. In dem Geschäft? Ja. Mhm. Jetzt erzählst du mir das so ein bisschen zurückhaltend alles. Ja. Ist das für dich ein Problem? Schämst du dich dessen? Ja, anfangs war das schon ziemlich ein großes Problem für mich. Mhm. Und, na gut, es weiß auch niemand. Niemand? Na, bis auf einen ganz guten Freund von mir. Ach, dem hast du es erzählt? Ja, es kam... Das kam dann in Form eines Trinkgelages bei uns zum Vorschein. Eines Trinkgelages? Hast du es da ausgeplaudert oder wie? Ja, wir hatten beide so leicht einen schon eine Krone. Ja, ihr beiden? Ja. Und dann hast du es irgendwann erzählt? Ja. Hat er darauf locker reagiert oder erstmal war der entsetzt? War erst erschrocken und dann, ja, dann wahrscheinlich durch den Alkoholgenuss, gehe ich mal von aus, dass er es dann irgendwo locker gesehen hat. Ja. Redet ihr da manchmal drüber oder nicht? Ja, doch. Mhm. Oder ist er auch so interessiert in der Richtung? Nee, eigentlich nicht. Nicht, dass ihr beide euch dann demnächst die Miniröcke kaufen geht. Nee, also sehe ich das mal nicht. Ist das immer so, wenn du von der Arbeit kommst, von deinem Dienst, dass du dich dann gleich umziehst in Rock und Strumpfhose? Bitte? Mal früher, mal später. Ja? Jetzt zum Beispiel, während wir beide telefonieren. Was hast du an? Jetzt habe ich nur eine Strumpfhose an. Auch eine Strumpfhose? Ja. Mhm. Hast du das so akzeptiert mittlerweile für dich? Oder würdest du gerne die ganze Sache wieder los sein? Ich gehe mal davon aus, dass es Ersatzbefriedigung ist. Mhm. Weil du im Moment keine Beziehung hast und keine Frau hast. Na gut, es kann aber auch sein, dass es einfach einen kleinen Teil deiner Sexualität darstellt, der auch da wäre, wenn du eine Frau hast. Das kann ja auch sein. Kann ich nicht so sagen. Gehst du denn so auf Frauensuche oder hast du es irgendwie schon aufgegeben? Nö, wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das schon. Ja. Jetzt habe ich das mit den Zeiten nicht mehr so genau im Kopf. Deine letzte Beziehung, oder den letzten Kontakt mit einer Frau, den du hattest, warst du da auch schon drauf in Sachen Frauenkleidung? Nein. Nee. Das ist natürlich auch eine Sache, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, wann beichte ich ihr das? Ne? Wann sagt man das der Frau? Ja, genau so ist es. Ich finde ja, dass man das, wenn man eine gute Frau kennengelernt hat, dass man das schon irgendwann sagen sollte, weil man sonst immer so ein Geheimnis mit sich herumträgt und das verkrampft einen und verspannt einen in der Beziehung. Richtig. Hast du denn noch andere Sehnsüchte? Würdest du gerne noch mehr machen? Nö. Steigerung war eigentlich nicht vorgesehen. Nö. Also so Schminken und Perücke und so Kram, das nicht? Habe ich nichts mit zu tun. Und das wäre dir auch kein Wunsch, so mit Rock und Strumpfhose und Schuhe mal rauszugehen? Eigentlich nicht. Das ist alles in der Wohnung? Alles privaten Räumen dann. Ja. Mensch Bernd. Ich hatte allerdings, muss ich auch beichten, einen kurzzeitigen Kontakt mit meinem Kollegen. Einen sexuellen Kontakt? Ja, kann man so sagen, verbal. Aha. Also mit dem Kollegen, dem du das gebeichtet hast?
einen kurzzeitigen sexuellen Kontakt. Das ist ja eine weitere, dann ein weiteres Geheimnis in deinem Leben. Ja, richtig. Wie war das für dich? War das zum ersten Mal ein Kontakt mit einem Mann? Ja, richtig. Wie fandst du es? Ja, irgendwie unheimlich aufregend. Ja. Und war das für ihn auch das erste Mal? Ja, auf jeden Fall. Ist er verheiratet? Nee, auch solo. Auch solo. Ja, aber da könnte sich ja zwischen bei euch Jungs was ein bisschen vielleicht was entwickeln. Wäre das denkbar? Kann ich jetzt so verbal nicht beantworten. Weiß ich nicht. Aber so ist auch nur einmal passiert. Wie lange liegt das zurück? Oh, das ist schon etliche Monate jetzt zurück. Aber wenn das gut war, wenn es dir gefallen hat, wenn es ihm auch gefallen hat, hat es ihm gefallen? Ja, so wie er sich geäußert hat. Ja. Ja. Dann könnte man ja darüber nachdenken, das vielleicht dann nochmal zu wiederholen. War zwar ein bisschen außergewöhnlich, aber... Ja, klar. Muss aber sagen, wir hatten also keinen direkten Intimkontakt. Sondern? Ja, es war nur körperlicher Kontakt. Also, es gab keine sexuelle Berührung? Gab es mit Berührungen mit den Geschlechtsteilen? Ja, aber nur äußerlich praktisch. Nur äußerlich und mit der Hand und so, ich verstehe. Ja. Also gab keinen Verkehr. Richtig. Ja, man muss ja nicht gleich mit dem Ärgsten anfangen. Das ist richtig. Ja. Also wenn du da jetzt sowas auch noch entdeckt hast, Bernd, ist doch toll. Und vor allen Dingen, wenn du da noch einen Typ hast, mit dem du das machen kannst, dann mach mal weiter deine Erfahrungen. Mal gucken, wo es hinführt. Ja, ich finde es okay. Und wenn ihr Spaß dran habt, macht's doch. Und macht gar nicht so lange Pausen zwischendurch. Ja, das kann ich mir noch irgendwie mitmachen. Ja, natürlich, klar, ja. Er muss natürlich auch einen guten Tag dran haben. Natürlich, ja. Ist es auch ein Arbeitskollege von dir? Nee. Einfach ein Kumpel. Kumpelkollege. Ja. Kumpelkollege. Lieber Bernd, dann wünsche ich einfach, das ist jetzt alles sehr spannend für dich. Das ist ja irgendwie ein neues Leben, ne, was du da führst, was du da jetzt entdeckst. Ja. Ich bin ja, muss ich dabei sagen, auch ein bisschen dominant bei der ganzen Kiste. Ja. Ist auch nichts gegen einzuwenden, wenn der andere das mitmacht und es dem auch gefällt. Ne? Also, ich wünsche euch beiden alles Gute und viel Spaß bei all dem, was ihr da macht. Ja. Tschüss. Tschüss. Meine dunkelste Seite heißt das Thema, falls ihr gerade zufällig eingeschaltet haben solltet. Und ich möchte gerne mit euch hier live im Radio, im Fernsehen mich unterhalten über das, was ihr so in euch habt, was vielleicht ganz geheim ist und wo ihr noch nicht so ganz im Klaren mit seid, ob das gut ist, ob es schlecht ist, was spannend ist, was vielleicht auch etwas, für das ihr euch sehr schämt. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de und vergesst, wenn ihr mailt, bitte nicht die Telefonnummer drauf zu schreiben und schreibt nicht zu viel. Wenn die Mails nämlich zu lang sind, dann ist das immer sehr zeitintensiv für meine Mitarbeiter im Hintergrund und das verzögert dann halt alles. Christian ist hier und Christian ist wie alt? 22. Hallo. Ja, hallo Domian, ich bin 22. Ja, hallo Christian. Ja, du auch zu dem Thema. Ja, es ist zu dem Thema, aber es hat mir meine Ex-Freundin betroffen. Mhm. Ja, weil es ist nämlich so, ich war mit meiner Ex-Freundin 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Und die ersten 3 Monate waren super, Friede, Freude, Eierkuchen, alles super gelaufen. Mhm. Und ja, dann hat es dann angefangen, sie hat mich dann geschlagen. Mhm. Also anfangs noch etwas sanfter, also nur mit der Hand einmal eine Schellen oder so. Ja. Und dann später halt mit der Handtasche oder mit Schuhen oder direkt mit Fäusten. Ja. Ja, und angespuckt hat sie mich teilweise, also es war richtig, richtig heftig. Hat sie dich so geschlagen, dass du auch irgendwie schon ab und zu mal leicht verletzt warst oder zumindest blaue Flecken hattest oder irgend sowas? Ja, auf jeden Fall. Also das war schon richtig bösartig. Mhm. Also mit Gegenständen, Schuhen hast du gerade gesagt. Was für Gegenstände noch? Ja, also mit der Handtasche zum Beispiel hat sie auf mich eingeschlagen. Mhm. Ja, hat mich eingesperrt auch. Also es ist so, ich habe sie damals bei ihren Eltern rausgeholt, weil sie sehr viel Probleme gehabt hat mit ihren Eltern. Und ich habe da eine eigene Wohnung gehabt. Mhm. Und dann... Du hast sie dann in deine Wohnung geholt? Bitte? Du hast sie dann in deine Wohnung geholt? Ja, ich habe sie dann geholt. Und da hat sie dich manchmal eingesperrt? Ja. Mhm. Warum hat die das alles gemacht? Naja, wenn es nicht nach ihrer Pfeife ging eben, ist sie dann ausgetickt und hat dann so reagiert. Mhm. Wie hast du denn, wenn man so behandelt wird, ist das ja eine schwierige Situation, auch für einen Typ, die Nerven zu behalten.
Wie hast du reagiert darauf? Es war für mich sehr schwierig und ich habe versucht, das über mich zu ergehen zu lassen, mhm, und habe halt gehofft, es geht irgendwann vorbei. Mhm. Aber es ging nie vorbei. Nee, es kam immer und immer wieder. Ja. Aber es ist heute nicht mehr deine Freundin. Nein, 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 nein. Habt ihr euch deshalb getrennt? Ich habe mich deshalb von ihr getrennt, ja. Nach anderthalb Jahren? Nach anderthalb Jahren, ja. Was ja eine lange Zeit ist. Ja. Ja. Es ist dann so, ich bin dann in eine WG gezogen und sie ist dann noch ab und zu, ich war dann noch mit ihr zusammen. Und dann ist sie ab und zu noch gekommen und so und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt will ich dich nicht mehr sehen und verschwinde, lass mir meine Ruhe. Ah. So, und dann habe ich sie gar nicht mehr aus der WG selber rausgebracht. Sie wollte gar nicht mehr gehen. Mhm. Sie wollte, dass ich mit ihr zusammenbleibe. Achso, dann wurde sie klein mit Hut. Bitte? Dann wurde sie klein mit Hut. Ja, naja, was heißt klein mit Hut? Sie war dann auch aggressiv und hat auch gedroht, sich dann umzubringen. Mhm. Und wie hast du dann, wie bist du mit dieser Drohung zum Beispiel umgegangen? Das ist ja immer das Bescheuerste, was man überhaupt jemandem sagen kann. Ich bringe mich um, wenn du das und das nicht tust. Mhm. Was hast du gesagt? Ja, das ist nicht das erste Mal vorgefallen an diesem Tag. Und ich habe es dann auch nicht mehr so für bare Münze genommen, mhm, ganz ehrlich. Also, Bluff, das Ganze dann. Irgendwo schon, ja. Gab es denn mal einen Moment, oder wenn, das sind ja erniedrigende Situationen, das sind körperlich schmerzhafte Situationen. Warst du mal in einem Moment, wo du kurz davor warst, zurückzuschlagen? Mhm. Nein, zurückzuschlagen auf keinen Fall. Also ich werde niemals in meinem ganzen Leben eine Frau schlagen. Mhm. Das ist meine Einstellung. Mhm. Ich habe sie dann mal an den Armen gepackt und habe sie in die Ecke gestellt und habe gesagt, hör sofort auf. Ja. Und dann hat sie eben so reagiert, als hätte sie panische Angst vor mir und ja, was weiß ich was. Also so ein richtiges Biest, ne? Ja. So hört sich das an. Ja. Wie kommt es, dass du das so lange mitgemacht hast? Ne, ich habe dann auch versucht, sie irgendwo ein bisschen in die Richtung zu drehen und zu sagen, tu was, ändere, mhm, dich ein bisschen. Mhm. Und ich habe halt gehofft, dass es irgendwann besser wird. Aber sie hat nichts getan und es ist auch nicht besser geworden. Nee, ich bin dann so weit gegangen. Ich habe dann zu ihrer Mutter gesagt, weil ich habe dann bei ihren Eltern gewohnt eine Zeit lang, mhm, weil ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen konnte. Mhm. Und dann habe ich mit ihrer Mutter ausgemacht, die muss zum Arzt. Mhm. Es geht nicht anders. Mhm. Dann habe ich für sie einen Termin ausgemacht. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann geht sie hin und große Töne und so. Mhm. Und an dem Tag, als sie den Termin hatte, hat, mhm, sie dann zu mir gesagt, ja, das habe ich jetzt vergessen. Ah ja. Also es kam von ihr gar kein Entgegenkommen, kein Schritt, kein Signal, was zum Ausdruck bringen sollte, ich will mich verändern und wir haben dann eine bessere Zukunft. Nichts, gar nichts. Nein, gar nichts. Kannst du rekonstruieren noch, so zeitlich, ab wann du aufgehört hast, sie zu lieben, wo es dir nur noch auf die Nerven ging? Naja, ich sag mal so, die Liebe, die war schon irgendwo immer ein bisschen da. Mhm. Bis zum Schluss noch? Ja, die, mhm, hat eigentlich nie aufgehört. Mhm. Ich meine, ich habe auch... Aber das Ganze muss ja einen Knacks gekriegt haben, denn du hast ja die Entscheidung gefällt, ich gehe. Und ja, wenn man geht, ne, dann ist ja schon was kaputt. Ja, das war dann so kurz vorm Schluss erst. Ja, ja. Also wirklich ganz am Ende. Wie lange ist das jetzt her, dass ihr getrennt seid? Das sind jetzt zwei Monate. Ach so, ganz frisch. Weißt du irgendwas von ihr, was sie macht, was sie tut? Also ich habe mal mit ihrer Freundin kurz telefoniert und habe so mich mal ein bisschen erkundigen wollen. Mhm. Und die hat gesagt, ja, sie hat schon wieder einen neuen kennengelernt und es könnte vielleicht was werden. Aha, aber vielleicht läuft es da ganz genauso wie zwischen euch beiden. Ja, ich gehe mal ganz fest davon aus. Ja, was hast du jetzt für dich aus dieser Geschichte gelernt, aus dieser Erfahrung? Naja, ich habe daraus gelernt, dass man halt nicht alles über sich ergehen lassen, mhm, muss. Mhm. Und dass man auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen soll, mhm, und sagen soll, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Mhm. Und dann aber auch wirklich die Konsequenz aus der eigenen Drohung ziehen, ne? Ja. Und dann wirklich auch dann zu gehen, wenn keine Besserung stattfindet auf der anderen Seite. Genau, richtig, ja. Lieber Christian, die Sendung ist gleich rum. Mhm. Danke, dass du angerufen hast und alles Gute. Und danke. Ich wünsche dir eine richtig nette Frau als nächstes. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. In der Technik, Gudrunhausen, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. 2 Uhr, New York. UNO-Generalsekretär Annan hat den von den USA angeführten Irakkrieg als illegal bezeichnet. Annan sagte dem